Buenos Dias aus Herr Bonn. Loco, loco. 6.45 Uhr. Mitten in der Nacht, mein Junge, da. Da bist du noch müde, dass die anderen noch bessere Videos und Fotos machen. Alle haben sie ja iPhone und es ist ja ein Frühstück. Hier wird aber richtig reingehauen. Aus der Herr Bonn. Klare Empfehlung. Zweier Schlafkabinen. Donativo, Abendessen, Frühstück. Ist dann hier das erste Mal, oder testet das erste Mal, aber so richtig Schmerzen in Arthrose. Ja, das heißt wohl, heute wieder ein Stückchen mit dem Bus. Das ist hier die heilige Quelle des San Antonio. Hm? Wenn du das Ding einer Angebieteten gibst, dann läuft was. Großer Andrang hier in der Liebesquelle. Oh, ist das schön. Oben die Autobahn, unten die Straße. Buenos Dias. Como ist das? Zitronenverbene. Weiß ich Bescheid. Sieht ein bisschen aus wie Cannabis. Anna, Max und Delia wollen die Ersten in Santiago sein. Hier wird geputzt vor Patron. Benvenidos en Patron. Nicht Ben. Ben ist doch ja nicht hier. Buenvenidos en Patron. Hier die Bar Galicia en Patron. Klare Empfehlung. Lecker Kaffee gibt's da. Am Morgen gibt's was anderes. Sieht gut aus hier morgen. Obwohl der Chef ein bisschen unfreundlich war. Ist wahrscheinlich so ein Morgenmuffel wie ich. Aus der Pizzeria raus. Hast du noch Hunger? Ist eine Pulperierin. Klare Empfehlung. Wenn du Brand hast, kannst du eine Zigarettenbowle trinken. Videos machen es schlecht. Da vorne ist ja wieder der Laubbläser am Start. Hier am Fluss. Ja, machen wir schön sauber alles. Herrlich hier ein Patron am Morgen am Fluss. Diese Ruhe. Aus wie ihn aus von Ghostbusters. Manchmal läuft es. Wenn du müde bist, gehst du über die Brücke zur Kirche. Da ist dann die Alberge Municipal. Muy amable hier, die Patronesen. Porta do Bordell. Ruhr do Bordell. Hier wird der örtliche Puff renoviert. Ja. Herz für Geld. Aus der Ferne sieht man schon wieder einen der schönsten Orte von Padron. Der Bus ist weg. Nimm ich halt den nächsten. Die Badame hat gesagt, hier alle fahren nach Santiago. Tramposo. Schon ist er wieder raus aus dem Bus. Der alte ist schon der Onkel. Kurz vor Santiago. Jetzt sucht er erstmal einen Kaffee und einen Tennisplatz. Die schlauen Leute von heute, die haben alle vorgebucht. Ja, jetzt steht da ohne Unterkunft. Tennisplatz suchen. Muss sein. Tennisplatz haben sie versteckt hier. Findest du nicht. Schnell gebe ich nicht auf. Kriegst du noch ein bisschen Camino-Feeling hier. Wo ist der Tennisplatz? Onkel findet alles. Squash Club Santiago. So besoffen einparken. Hier gibt es aber nur Paddle. Wo ist denn Tennis? Paddle interessiert mich nicht. Ich will Tennisplätze sehen. Soll am Kran vorbeilaufen, dann kommst du zu den Tennisplätzen. Ich stell dir nicht so doof an. So gut aus hier. Mann, überall links ein Stein. Wie soll ich denn hier durchkommen? Muss ich wieder hier hier runter durchtanzen? Ja, hier kann man Tennis spielen. Richtig Spaß heute hier. Ganze Autos zählen. Policia, es ist Rojo. Ja. Siehst du wieder, was ihr lernt? Puño, Faust, Puño, Koro, Ellbogen. Aber ich gebe hier Mano. Weg, die kleinen Tiendas, da kriegst du die besten Produkte. Nur bist du hier vollgequatscht auf Spanisch. Hier runterlatschen. Aber mein Freund Gronze sagt, hier geht's auch lang. So, wenn man ein bisschen depressiv auf die Erde guckt, dann sieht man, dass hier auch ein Camino lang geht. Zum Hospital. Universitätsklinik. Hm? Da gibt's billiges Mittag. Dann kannst du hingehen oder hinfahren, wenn du dir die Bänder reißt. So blöde bist und über den Fluss springst. Am Strand. Ja. So ist doch mal die Situation hier. Wieder eine kleine Pilgerkarawane unterwegs. Schon Pellegrinos hier. Das Mann geht mir jetzt aber wirklich auf den Sack. Jetzt sind meine Favoriten wieder weg. Was ist das? Trabaja la piedra. Aha. Ah, okay. Escultor. Escultor. Ah. Sí. Gracias. Hasta luego. Ja. Hier, was? Idiotentest oder was soll das? Nehme ich mit, schmeiß ich in eine Mülltonne. Bundeswegs. Pito, pito, mas bonito. Du bist ja Onkel behandeln lassen hier vor 2 Jahren. Was heißt behandeln lassen? Notaufnahme, Röntgen und so weiter. Ja, hier, nur geröntgt und mit dem Räuschel rumgefahren. Schön jetzt hier in der Krankenhauskantine.
hast du wieder abgerippt für das ganze Essen hier. 8 Euro. Auf hier, raus aus dem Krankenhaus. Das ist ja auch ein guter Ort für diesen Idiotentest. Ich bin 10 Kilometer mit dem Bus gefahren. Die Strecke war 18 Kilometer eigentlich. Also hätte ich nur 8 Kilometer auf der Uhr haben müssen. Ich bin schon bei 15. 7 Kilometer mehr. Jetzt aber mal langsam Schluss mit den ganzen Umwegen. Jetzt heißt es, den Camino wiederfinden, Kathedrale ansteuern, Bierchen trinken, Herberge suchen, ausruhen und feiern. Wollen wir mal nicht auf die Spitze treiben hier. Los! Ich bin ja weg vom Camino. Ist mir zu voll. Ich laufe lieber durch den Park rennen. Das macht langsam keinen Spaß mehr. Schicke neue Tennisplätze haben sie hingesetzt. Ich habe gerade keinen Schläger bei. Bin noch ein bisschen fußmüde. Aber es ist Hartplatz. Ist nichts für meine zarten Füße. Sollte mir lieber eine Herberge suchen, anstatt hier rumzukraxeln. Ein schöner Koloss hier. So, Nachbarn, Vecinos, das wird zu lange hier. Ja, Einlauf Santiago und dann abends feiern und so weiter. Das kommt dann morgen, wenn ich es schaffe. Ihr braucht euren Schlaf, ist wichtig. Also, gute Nacht. Buenas noches. Hasta mañana.